Herzlich willkommen im Kempinski Hotel Adriatic in Istrien in Kroatien. Ich zeige euch hier mal mein Zimmer Nummer 201, das ich soeben bezogen habe. Ein schönes, großes, ja, ich würde mal Komfort-Doppelzimmer sagen. Es ist sehr geräumig, sehr luxuriös, sehr, sehr schön. Ein richtig großes Doppelbett, schön modern eingerichtet. Neben dem Bett Wasserflaschen, Telefon und auch alle Möglichkeiten, was elektronisch zu bedienen. Da ein kleiner Willkommensgruß mit Wein und kleiner Süßigkeit. Herzlichen Dank dafür. Dort ist der Schreibtisch, auch mit Telefon und allen möglichen wichtigen Sachen, die man so braucht. Ein riesiger, großer Bang & Olufsen Fernseher. Ein schönes Gerät. Bin ich mal gespannt, wie da die Bildqualität ist. Top Design von Bang & Olufsen. Ja, ein bisschen Bilder und ganz viel Spiegel auch. Dann drehen wir uns doch mal um und genießen mal diesen einmalig wunderschönen Blick aufs Mittelmeer. Nur mal zur Info, wir haben Oktober. In Deutschland ist Nieselregen, es ist kalt geworden, der Herbst ist da und wir sind hier in Kroatien. Doch da drüben auf der anderen Seite dieser Halbinsel ist Slowenien und irgendwie ganz in der Ferne liegt Italien. Hier in dieser Ecke spricht jeder Kroatisch, Slowenisch und Italienisch und Englisch und Deutsch spricht man sowieso. Eine sehr touristenfreundliche Gegend, wunderschön gelegen. Und ja, Kempinski hat ja schon seit ein paar Jahren ein richtig nettes Hotel hingestellt. Übrigens, da unten auf dem Rasen fährt ein Rasenmäherroboter, der ganz fleißig hier den Rasen vor dem Haus mäht. Also ich habe schon richtig Lust, da mal ins Meer zu springen und jetzt aber erstmal die Weine, die Olivenöle und die Trüffel der Region kennenzulernen. Werfen wir nochmal einen Blick ins Badezimmer und ja, vielleicht auch nochmal hier in diesen schönen großen Schrank, denn hinter dieser irre großen Schranktür befindet sich ein angenehm großer Schrank hier mit einem kleinen Tresor, leider Gottes ohne Stromanschluss drin, kann man nichts gleichzeitig aufladen. Alles mögliche an Bügeln vorhanden, Schirm, Schuhlöffel und Bürste und ein paar angenehme Bügel für die Abendkleider. Und ja, hier im Badezimmer eine ganz große Badewanne und die üblichen Sachen, was man so halt alles braucht. Im Spiegel ist gleich nochmal ein Fernseher drin enthalten. Und dann habe ich hier auf der einen Seite die Toilette und auf der anderen Seite noch eine große Dusche mit einem festen Duschkopf oben und einem mobilen Rasierspiegel und Föhn. Ja, und so das Übliche, was man alles braucht. Okay, die Türen berühren sich. Das ist vielleicht architektonisch nicht ganz so optimal gelöst. Aber halt wunderschönes Hotel. Ganz toll. Und den Lunch, den wir gerade genossen haben. Schön frisch, schön leicht. Ganz herrlich. Ich freue mich hier auf ein paar schöne Tage und alles weitere dann seht ihr, lest ihr auf legourmand.de, das Genießermagazin. Ciao, Servus und auf bald.